Ja, ich bin eben schon seit über 2 Jahren, seit fast 2 Jahren auf YouTube. Was mit dem Bombenturm? Habe ich schon eben schon getestet. War nicht so meins. 7 Siege haben wir gehabt, zumindest. 7, naja, geht. Es ist nicht besonders, ist solide, aber es ist auch nicht besonders gut, finde ich jetzt zumindest. Okay, das ist interessant, was er da macht. Ja, es geht in Ordnung eigentlich. Keine Ahnung, was ich sagen soll, groß. Ey. Alles geht klar. Von wegen, ey, das war perfekt. Das war absolut perfekt. Nice. Schön. Das ist doch vielleicht Pekka sogar, da müssen wir aufpassen. Ist egal, wir haben zu großen Elixiervorsprung, den müssen wir ausnutzen. Der ist gewaltig, der Elixiervorsprung. Wenn er wirklich Pekka hat, dann können wir, glaube ich, mit der Kanonenkarre eine ganze Menge Value rausholen unter Umständen. Lol, was ist das denn? Da lohnt sich wirklich ein Poison Spell. Seht euch den Poison Spell an, der sah dumm aus vielleicht ein bisschen. Aber warum nicht? Die Elite-Barbaren wurden getroffen. Dann wurde auch noch sein Dings getroffen, sein. Muss gerade konzentrieren. Der Zug sieht völlig verrückt aus, aber ist, glaube ich, ganz nice. Er hat kaum Elixier gehabt. Oh, das ist eigentlich auch ein bisschen lucky jetzt wirklich. Der Zug war ganz nice, weil er wirklich gerade so viel Elixier in der Offensive verwendet hat, dass ich eben einfach wusste, dass ich normalerweise lohnen sollte. Nice. Und das war auch ein schlechter, ganz, ganz schlechter. Deine Dubstep-Mucke. Ja, ich höre die nicht. Die hört nur ihr. Aber ihr wollt ja Musik, oder? Könnt ihr auch gerade mal gerne in den Chat reinschreiben. Ich denke, hat sich letztens schon wieder jemand beschwert, dass ich diese scheiß Musik ausmachen soll im Hintergrund. Ich kann gut nachvollziehen, wenn ihr darauf keinen Bock habt. Aber die meisten wünschen sich ja Musik von euch, oder? Hab ich nicht hingeschaut, super. Ist in Ordnung. Ja, die Verteidigung ist halt schon heftig. Also, da kann ich niemand was anderes erzählen. Also die Verteidigung ist schon geil. Einfach. Und es ist eben auch wieder eine Defensive, die man in eine Offensive eben verwandelt. Das gefällt mir bei dem Deck auch sehr gut. Poison Spell drauf. Das war eine ganz. Ja, doch, geht klar. Er hat jetzt eben die Minions auf den Friedhof gesetzt, aber dafür kriegt der Giant jetzt eben ordentlich Schaden raus. Müssen wir hier nochmal ein bisschen aufpassen, aber. Ich glaube, dass die Kanonenkarre ganz solide. Es geht jetzt eher darum, dass wir optimal verteidigen. Die Kanonenkarre wird auf jeden Fall noch lange stehen bleiben. Und ich glaube, man sieht jetzt hier. Ja, genau, das meine ich eben. Die ist wirklich in der Verteidigung jetzt echt extrem heftig geworden. Ah, lol, ist sogar. Egal. Poison drauf. Schönes Spiel. Ziemlich entspannt. Jetzt kann ich einmal die Kommentare zur Musik lesen. Er ist schon vorbei, ja, oder? Ja. Er ist offen. Okay, muss ich gleich schauen. Oh lol, was für ein mieser Start. Oh mein Gott. Was mache ich jetzt? Labandun, wie ist das Matchup? Ich weiß es nicht. Wie ist das Matchup gegen Labandun? Oh, ich kann da nichts machen. Das geht eigentlich klar, weil die sich gegenseitig ausschalten. Gleichzeitig macht das unser Mega-Minion, finde ich ganz schön gut. Und wir kriegen jetzt einen Counter-Push hin mit unserem Giant. Ah, da muss er noch. Oh fuck. Oh RIP. Ich glaube, es kann es ein. Ich glaube, es ist hinten dran. Ah, na, ist gut. Das war ziemlich wichtig gerade. Fuck. Wir ziehen es mal ganz eklig weg. Komm. Ah, gehen trotzdem zurück. Egal, es geht da. Der Tornado. Scheiße. War natürlich nicht so optimal. Er musste aber sein. Tornado musste sein. Okay, wir spielen gegen Kanonenkarre. Aber wir gehen jetzt nicht rein, das wäre zu aggressiv. Gegen Kanonenkarre Lavahund. Sehr interessant. Kann er die blocken? Oder kann er da nichts machen? Ja, stark. Das ist natürlich jetzt ein positiver Elixierwert von plus 2 für ihn. Das war jetzt hässlich. Da hätten wir vielleicht lieber mit Friedhof noch reingehen. Ja, wir hätten mit Friedhof noch reingehen sollen. Nachher, egal, zu spät.
Die stirbt nicht, oder? Scheiße, wir haben verloren, glaube ich. Nein, 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 nein. Oh mein Gott, nein. Die helfen noch mit jetzt. Oh, okay, vielleicht. Zwei Hits. Ja, drei Hits. Oh, das reicht aber, glaube ich, trotzdem nicht. Scheiße. Nee, aber wir jetzt halt defen müssen, ne? Das tut halt jetzt weh. Ja, ne, ja, hat er uns. Schade. Das ist GG. Da wusste ich genau, wie ich Druck machen soll, ich besser lösen können. So, jetzt müssen wir direkt joinen. Jetzt müssen wir direkt den Plan joinen. Oh, der BM ist ja wieder hässlich. Ja, wir stehen 5-1. Sollte eigentlich klar gehen. Alles mal hier defensiv. Das ist nice. Ja, schön. Schöner Start. Ja, wir spielen ja Friedhof, da brauchen wir eigentlich nicht so aggressiv reinzugehen. Wir werden, früher oder später werden wir sowieso den Turm kriegen. Das ist eigentlich alles ziemlich entspannt jetzt. Wir haben auf jeden Fall ein ziemlich, ziemlich krankes Matchup. Ach, fuck, es... Jetzt wollte ich eigentlich einen richtig schönen großen Push starten und ja, ihr seht ja, was passiert ist. Das hat es nicht so geplant. Ist in Ordnung, aber... War es ärgerlich. Mega Minion ist auf die andere Seite genockt worden. Stark, stark verteidigt. Es geht aber in Ordnung. Ein Skelett überlebt, glaube ich. Läuft nochmal relativ gut für ihn. Ist aber in Ordnung. Eismagier hier drauf. Wir hätten den Eismagier gar nicht gebraucht. Wir hätten am besten einfach nur Nado gesetzt, aber ist es zu spät. Der Eismagier steht da jetzt halt noch. Wir sollten es hinbekommen. Indem wir ja erstmal einfach defensiv bleiben und dann am Ende eben noch einmal vielleicht mit Friedhof reingehen. Überraschend. Ich denke, mit dem Friedhof wird er auch nicht rechnen. Der rechnet, glaube ich, sowieso gerade noch auch mit unserem Deck überhaupt nicht. Scheint hat er, glaube ich, schon verstanden. Aber mehr noch nicht. Würde ich zumindest tippen, mal schauen. Er kann ja vielleicht einen Feuerball drauf klatschen. Würde ich an seiner Stelle auch auf jeden Fall machen. Eisgas ist in Ordnung für uns. Macht er auch, genau. Jetzt machen wir jetzt einen großen Push auf. Wenn er mit Hawk reingeht, bringen wir die Kanonenkarre nach hinten einfach. Macht er. Doch, macht er. Sehr gut. Sollte jetzt nur zwei Hits geben, das ist in Ordnung. Und dafür kriegen wir jetzt halt echt einen guten Counterpush. Das sieht doch alles sehr, sehr gut aus. Perfekt, guter Poison Value. Damit haben wir eigentlich praktisch schon gewonnen. Also das ist jetzt wirklich... Das sollte normalerweise zu viel für ihn sein. Er kann jetzt nicht alles aufhalten. Musketiere ist am Friedhof dran. Und die Kanonenkarre ist halt auch echt heftig. Ja, die räumt hier eine ganze Menge noch ab. Wir haben noch nicht ganz gewonnen, aber muss halt heftig overextenden. Also er hat jetzt auch auf jeden Fall einen Elixierrückstand. Wir machen das ganz entspannt. Wir bringen einfach den nächsten Giant nach hinten. Ihr seht es jetzt auch hier. Da will ich jetzt gar nichts anbrennen lassen. Ja, ich habe doch ein gutes Spiel schon. Das ist auch normalerweise durch. So. Also ihr merkt, wir bleiben jetzt einfach nochmal maximal defensiv. Weil alles andere wäre jetzt auch zu risky. So, bringen wir Poison schön nach oben. Genau, perfekt. Da kommt der Hawk. Ja, perfekt. Kann er nichts machen, das ist auf jeden Fall das Matchup für uns. Hat er sogar noch tatsächlich sehr gut gemacht. Ihr merkt, er hat auch noch ziemlich viel Schaden am Turm gemacht. Dann ist weiter. Wir stehen 5-1. Wir spielen jetzt noch Quen Chen nicht so lange weiter. Und ich würde sagen, dann überlege ich mir, ob ich es live kommentiere oder ich glaube, ich gehe dann wahrscheinlich eher offline und spiele die Quali dann konzentriert. Dann spielen wir jetzt wahrscheinlich noch 3 Games. Schauen wir erstmal. So, das kann ziemlich schwierig werden hier. Wir haben keinen Miner halt auch. Naja, mal schauen. Wir warten ab. Jetzt hier den Poison Spell drauf. Nice. Wobei die Nachthexe nicht... Oh, das tut weh. Jetzt hätten wir doch lieber weiter nach vorne gesetzt. Das holt die Fledermäuse natürlich extrem Value raus. Aber es geht trotzdem klar, wir kriegen guten Damage raus. Wäre es vielleicht doch besser gewesen, wenn wir, ja, wie gesagt, das Ganze eben nach hinten gesetzt hätten. Meint ihr, das reicht aus, um die Kanonenkarre zu stoppen? Oh, perfekt, geil. Mit dem Grabstein anders aufgehalten. Sehr gut. Er spielt auf jeden Fall auch Golem. Das ist ziemlich offensichtlich. Ja, mal schauen. Erstmal defensiv, erstmal gerne nach hinten. Ja, und es geht einfach wieder rein. Zack. Ja, wir können einfach einen Poison Spell gleich draufwerfen auf seinen... Ihr wisst, was ich meine, auf seine Pumpe. Das geht eigentlich in Ordnung. War es auch ziemlich aggressiv von ihm gespielt. Genau. Und wenn wir schon bei aggressiv spielen sind, dann machen wir direkt weiter. Nämlich jetzt können wir hier einen guten Poison Spell draufwerfen und direkt einen guten Friedhof bringen. Ich glaube, er ist jetzt ziemlich in Gefahr. Ja.
Ich weiß, es ist riskant, direkt noch drei Kronen zu gehen, aber ihr seht es. Er muss einen defensiven Poison Spell noch werfen, was auch nochmal Elixier kostet. Auf jeden Fall gelohnt an der Stelle. Ah, okay. Jetzt haben wir auch viel Elixier wieder ausgegeben. Ist egal. Die überlebt halt auch nicht, ne? Das tut halt vor allem weh. Das war jetzt vielleicht nicht so optimal. Ich würde es eher defensiv bleiben, tatsächlich. Nicht aggressiv nochmal reingehen. Das wäre, glaube ich, jetzt ein Fehler. Meint ihr, das schaffen wir nochmal? Das Verteidigen? Ich weiß es nicht so genau. Ich hoffe einfach mal. So, Golem kommt. Wir versuchen zu verteidigen. Oh, das wird riskant. Das schaffen? Hoffentlich schon, ne? Sonst wird's echt eklig. Okay, das geht in Ordnung. Häuser schon mal draußen. Eigener Poison drauf. Die haben eine gute Tiefe, das muss eigentlich normalerweise klappen. Ah, nächster Golem, ne? Egal, auch nächster Eismagier. Kamunkara ist auch dran. Nee, schaffen wir nicht. Oh fuck, jetzt haben wir wahrscheinlich verloren. Oder? Na, RIP, jetzt habe ich auch noch ein Megafisch reingesetzt. Die Pfosten. Okay, wir müssen aggressiv natürlich jetzt reingehen. Wahrscheinlich haben wir jetzt verloren, falls dumm von mir. Mist. Oh, jetzt Mega Megafisch. Ja, natürlich wird es Megafisch angegriffen. Defensiver Poison Spell sollte normalerweise ausreichen für ihn jetzt so ziemlich. Können jetzt hier schon mal. Okay, er geht aber auch ziemlich hart aggressiv in der Verteidigung. Das finde ich jetzt auch nicht so stark von ihm. Das ist zu aggressiv. Das ist zu viel auch. Er zappt, das ist nicht gut. Jetzt können wir einen Eismagier bringen. Nice. Vielleicht wird es was. Hat er einen Poison im Cycle oder nicht? Achte auf die Kanonenkarre auf der linken Seite gerade auch mal ganz nebenbei. Let's go, wir haben gewonnen, oder? Doch, wir haben gewonnen. Nice, wir haben gewonnen. Let's go. Puh, das war ein knappes Spiel. Scheiße von dir, Jonas, dass du jetzt schon aufgehst. Auf jeden Fall. Ich meine, ich habe ja erst fast 2 Stunden gestreamt. Das ist auf jeden Fall schon extremst früh. Ja, ich will halt auch möglichst erfolgreich performen. Es ist mal wieder lustig, dass ich jetzt schon aufgehe. Ich meine, ich habe übrigens Schule, dürft ihr nicht vergessen. Ich habe seit heute wieder Schule. Und ich finde, nach 2 Stunden offline zu gehen, ist jetzt nicht gerade früh. So, bring den Eismagier rein. Das sieht ziemlich gut aus. Das Deck gefällt mir wirklich übrigens sehr gut an der Stelle mal. Glaube, wir gehen überraschend rein. So, zack. Ein Feuerball oder ein Poison vielleicht? Oh, hat leider der Wild Ghost hat mit einem einzigen Hit gerade leider unsere Dings getroffen, unsere Kanonenkarre. Das hat ein bisschen wehgetan, aber ist in Ordnung. Ja, ist in Ordnung. Okay, das ist Friedhof von ihm, das ist ein gutes Matchup. Das Geile ist halt wirklich, wir sind halt nicht nur auf Friedhof angewiesen, sondern haben eben auch Enchant. Das ist halt ganz geil an sich. Aber was spielt er denn eigentlich? Oder spielt er auch noch Charlie? Kann auch sein. Da müssen wir aber auch aufpassen. Das wär dann schwierig. Dann wäre das Matchup nicht mehr ganz so nice. Okay, wir sind an seiner Kanonenkarre dran. Hilft eigentlich nicht wirklich viel, weil die genau das jetzt, genau, das meine ich halt. Deswegen hilft es nicht besonders viel. Ja, sie ist auch leider. Oh, er zappt sogar noch, interessant. Wir gehen nicht aggressiv, ich will jetzt hier nicht zu viel riskieren. Wir gehen jetzt hier nicht aggressiv rein. Und sowieso machen wir noch was. Oh mein Gott. Acht mal auf den Damage. Wow. Das war heftiger, als ich gedacht hatte. So, wir warten jetzt wieder ab. Ich glaube, er wird wieder seinen defensiven Poison Spell spielen. Oh nein, ist okay. Das geht eigentlich völlig in Ordnung. So, diese rein und direkt einen Friedhof drauf. Zack. Hätten wir einen Tick warten sollen.
Er muss eigentlich einen defensiven Poison-Spell bringen. Alles andere hilft jetzt hier nichts. Bringen wir jetzt auf jeden Fall auf den Turm noch drauf. Geil. Okay, das ist wirklich, das ist auch ein Konter für uns. Das ist ja heftigst. Wie die, oh mein Gott, seine armen Einheiten hier. Da überlebt nur ein Royal Ghost. Der Turm ist so gut wie down. Das ist echt mies für ihn. Ich kann eigentlich mal über die andere Lane gerade reingehen mit Riese Friedhof. Einfach um Druck zu machen. Ich meine, den anderen Turm kriegen wir nur mit einem Poison Spell. Deswegen ist eigentlich ziemlich egal. Die dürfen wir jetzt nur nicht neben den Turm hauen. Alles andere ist relativ egal. Und damit gewinnen wir das nächste Game.